Also es ist schon lange her, als ich zum ersten Mal bei Prima La Musica mitgemacht habe. Also da war ich eigentlich erst 12 Jahre alt, da habe ich mit meiner Kollegin Anna Knopp im Duo gespielt. Und es hat sich dann auch eigentlich jedes Jahr fortgeführt bis ins Jahr 2000, wo ich dann 18 war. Haben wir eigentlich jedes Jahr Wettbewerbe gemacht, also einmal in der Kammermusik und einmal solistisch. Und das war eigentlich schon immer sehr wichtig für den Werdegang, dass man sich ein Ziel setzen kann, dass man sich einfach gut vorbereitet darauf. Das war eigentlich immer sehr zentral, auch neben der Schule einfach sehr wichtig. Und wir haben uns, glaube ich, da schon sehr stark immer gegenseitig auch angespornt. Und auch fürs Quartett dann 2003, da haben wir uns eigentlich vorher erst kurz vorher gegründet, genau. Und da haben wir dann gleich den großen Gradus Ad Parnassum Preis gewonnen. Und das war fürs Quartett auch sehr wichtig, weil wir einfach dann gemerkt haben, es passt gut zu viert und wir können den Weg so weitergehen. Und also ich würde jedem jungen Musiker raten, Wettbewerbe zu machen, weil man einfach ein gemeinsames Ziel als Kammermusikensemble oder solistisch auch ein super Ziel hat immer als Vorbereitung. Und wir haben zu Beginn unseres Studiums das Menetti-Quartett gleich gegründet und haben dann ziemlich bald, also im ersten Jahr, den Gradus Ad Parnassum Wettbewerb versucht und haben gleich dann den großen Gradus Ad Parnassum Preis auch gewonnen. Und es war auch gerade zu Beginn für uns im Studium sehr wichtig, dass wir ein gemeinsames Ziel hatten. Das Menetti Quartett gibt es jetzt seit 15 Jahren und es ist ja doch schon eine sehr lange Zeit. Wir haben uns eben, wie schon vorher erwähnt, am Beginn unseres Studiums kennengelernt und wir haben aber schon recht früh gemerkt, dass es menschlich sehr gut passt. Also das muss natürlich, das ist schon eine Grundvoraussetzung, dass man sich einfach so auch privat gut versteht und dann einfach auch im Ensemble. Und vor allem ist es auch schwierig, dass man einen guten Probenumgang lernt, also dass man auch respektvoll miteinander umgeht, dass man sich wertschätzt und auch Kompromisse eingehen muss. Und das muss man, glaube ich, auch lernen und dass man den anderen gut kritisiert und nicht negativ kritisiert. Also das ist, glaube ich, schon eine Sache, eine zwischenmenschliche Sache, die man schon lernen muss. Und ich glaube, wenn man das übersteht, dann und wenn man immer redet über Probleme, glaube ich, hat man einen guten Grundstein für ein gut funktionierendes Ensemble. Wir im Minetti Quartett haben jährlich ca. 50 bis 60 Konzerte. Das kommt natürlich immer darauf an, also es ist immer verschieden. Es gibt auch Phasen, wo ein bisschen weniger ist und dann ist wieder viel mehr. Also das ist halt als selbstständige Musiker eh normal, genau. Und wir proben eigentlich fast täglich. Wenn wir eine Probenphase haben, dann proben wir täglich genau 3 bis 4 Stunden. Also es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man immer mit der Liebe dabei ist bei der Musik, dass man das immer gern macht und dass man sich auch immer gute Ziele setzt, die erreichbar sind, aber doch eine Herausforderung auch darstellen. Also das, glaube ich, ist eines der wichtigsten Dinge in der Musik.